Grüß dich. Teil 3, die eigene Wahrheit. Ich hatte im letzten Video schon dazu angefangen zu sprechen und das Thema eigene Wahrheiten. Für mich gibt es auch nicht die ultimative Wahrheit, weil das Leben ist jetzt, so wie es jetzt ist. Und jetzt ist es so, wie es jetzt ist. Und für Es gibt Menschen, die haben in diesen 3 Sekunden Kinder gerade das erste Mal in den Arm genommen, weil sie sie geboren haben. Es gibt Menschen, die sind gerade im Sterbeprozess und denen ist Licht ausgegangen in diesen 3 Sekunden. Also es gibt keine ultimative Wahrheit für mich. Und es ist für meinen Ego-Verstand nicht immer leicht, daran kontinuierlich zu glauben, weil beziehungsweise anhand dieser Tatsache habe ich festgestellt, okay, jetzt, wenn ich in einer gewissen, wie geht es mir denn? In der Stimmung, in der ich bin, keine Ahnung, ich habe volle Lotte meine Periode, meine Mondzeit, mein Unterleib fühlt sich an, als würde er innerlich zerfleischt werden. Ich kann keine Dinge von außen mehr ertragen, das ist alles zu viel. Dann habe ich eine ganz andere Wahrheit, nämlich die, ich sehe kacke aus, ich will nur alleine sein, für mich sein, am liebsten Essen gebracht bekommen, betüddelt werden und in meiner Energie bleiben können wollen und mit meinem Leid einfach da sein dürfen wollen. Und am nächsten Tag kann ich, also oder nicht am nächsten Tag, sicher nicht nach so einer Session, aber wenn das dann rum ist und ich in einem Moment bin, wo ich keine Ahnung, wie mit euch jetzt gerade hier rede, und gestern hatte ich so einen Tag der Mondzeit. Ich merke meinen Unterleib heute auch noch, aber sehe auch noch scheiße aus. Aber ich bin in einer ganz anderen Wahrheit. Und die Wahrheit beruht aufgrund dessen, wie ich mich gerade fühle, wohin ich meine Energie sende. Also meinen Fokus setze, auf was richte ich meinen Monitore aus und wie viele Monitore habe ich überhaupt an und wie viel ist mir also bewusst. Und ich kann natürlich, also das ist, wer sich mit Joe Dispenza und so beschäftigt oder mit Bruce Lipton oder Greg Braden, der weiß da schon die wissenschaftlichen Hintergründe auch zu, ja. Da kann man auch sich drüber informieren, was ich auch getan habe, immer tue noch. Das, wie ich gerade jetzt bin, erschafft mir meine Wirklichkeit, mein Wahrnehmungsmonitor. Und für mich ist das ein schönes Bildnis, meine Wahrheit, die Freiheit zu haben, meine Wahrheit zu erweitern, die Fülle meines Seins zu erweitern, indem ich einfach viele, viele, viele Monitore mir anschaue. Und schlussendlich habe ich auch nur diesen einen Wahrnehmungsapparat und die Fähigkeit, wenn ich mich auf einen Monitor fokussiere, schicke ich dem Energie. Und somit manifestiert sich das im Außen. Und weil die Außenwelt ist ein Spiegel. Ich kann es nur wiederholen. Wer das nicht glaubt, meditiere darüber oder was auch immer du für Methoden hast, um Fühl nach. Also fühlen ist das A und O. Es geht wir sind Schwingung, Energie, Gefühle. Und diese Gefühle weisen dir den Weg. Beobachte, inwieweit sind sie gesteuert durch deine Gedanken, durch die Monitore, die du dir anschaust, zu Leibe führst. Und so kommen wir dann auch schon zu dem Punkt, die Freiheit zu haben, zu entscheiden, welchen Monitor, welches Leben will ich denn führen? Möchte ich dieses programmierte Marionettenvideo da, was ich da auf dem einen Monitor laufen habe, einfach machen? Ja, das war früher schon immer gut. 9-to-5, also nichts gegen 9-to-5-Jobs. Versteht mich bitte nicht falsch. Für mich ist das so. Das, was ich mal geglaubt habe, ich brauche einen 9-to-5-Job, genug Kohle. Und viele denken das heute noch, dass ich kann das nicht mehr von mir sagen, sorry. Viele denken einfach, dass wenn sie nach diesen Konstrukten und Konzepten ihrer Gedanken, sage ich einfach mal, das, was sie gelernt haben, laufen, dass dann alles gut sein muss. Ich habe das auch geglaubt, bis zu dem Punkt, wo ich das alles hatte, viele Jahre. Und unglücklich war und mich alles andere wie frei und leicht und freudig und zufrieden gefühlt habe. Ich habe
geilen Job, geiles Auto, tollen Mann, tolles Kind, tolles Haus etc. Aber festgestellt, what the fuck ist hier los? Mir geht es mega beschissen. Mein Körper ist seit 2 Jahren immer wieder krank mit der Nebenhöhlenvereiterung und Stirnhöhlenvereiterung. 40 Tage pro Jahr bin ich 2 Jahre lang ausgefallen. Und meine Ärztin hat mich auf den richtigen Monitor geschubst. Die hat gesagt, also entweder ist der Mann scheiße oder der Job. Und ich so, was ist denn das für eine? Kann ja gar nicht sein. Ich mache doch genau das, was alle sagen. Wie soll das scheiße sein? So, und das hat gedauert. Und ich gehe zum nächsten Video über den Schritt in die Wahrheit.